Ja, Mädchen? Wie alt bist du? Wie alt ich bin? Ja, eine Zahl bitte. Eine Zahl? Ja, ja. Wie alt denkst du denn, wie ich bin? Ich hoffe, 27. Warum hoffst du? Als würden wir heiraten. Was ist los mit dir? Deswegen hoffst du, ich bin 27? Du hast völlig recht, ich bin 27. Du bist ein Mädchen, du musst sowas nicht hoffen. Als Mann denkt man sich, ich hoffe, sie war 18. Weißt du, was ich meine? Gott, ich hoffe, sie war 18. Aber dein 27, who gives a shit? Warum, du bist über 40. Wo kommt das jetzt auf einmal her? Ich hab doch gerade gesagt, ich bin 27. Du glaubst dieser random Frau hinter dir mehr als mir? Wie alt bist du denn? Schätz mal, 18. Ich hoffe mal, du bist 18. Ich bin 17. 17. Okay, so viel zu den Luke Mockridge-Momenten. Kann ich mal. Schließ mir damit ab, es wurde creepy. Typ dahinter. Du warst ja im April am 10. Hast du Ohrringe? Ja. Okay, gut, okay, ich wollte nur wissen. Nein, ich wollte nur, ich sehe was blinken und denke, okay. Okay, Pirat-Typ. Stelle. Ja. Ich war im April auch hier und du warst am 10.5. hier? Im Mai, 10. Genau. Du bist jetzt am 5.10. Zufall oder kein Zufall? Ich bin froh, dass es dir auffällt. Er hat gesagt, ich war am 10. Mai hier und jetzt bin ich am 5. Oktober hier. Ich weiß, dass mir aufgefallen. Das war deine Frage? Bitte? Ich habe noch eine Frage. Aber es gibt keine Antwort. Ja, ich möchte eine Antwort. Nein, das war so gewollt, damit Leute nicht verwirrt sind. Weil wir haben teilweise Flyer, wo das Datum auf englische Uhrzeitkalender ist, mit 10 und 5 und 5 und 10. Da ist zum Beispiel was, fuck it, wir kommen einfach beide mal. Und darf man heute mit dir Fotos machen oder nicht? Du konntest doch letztens Fotos mit mir machen, aber du bist einfach gegangen, ne? Wir haben nur, ich habe nur Fotos mit Frauen gemacht, aber du kannst heute auch ein Foto machen. Willst du denn ein Foto? Ich habe lange Haare, ich habe Ohrringe. Ja, ich weiß, deswegen habe ich gefragt. Ich meine, sei, Moment mal. Ich glaube, du bist 18. Guck mal, Fakt ist, ich gehe immer nach draußen und dann warte ich eine Pseudosekunde. Das ist immer jetzt Insider, alle wissen jetzt Bescheid. Toll, jetzt hast du den ganzen Geier auf uns gelockt. Ich muss am Ende eh die Kameras abbauen, also von daher, ich bin hier. Ich meine, wie ist dein Name? Diese alte Frau beantwortet alle Fragen, ne? Er ist 40, er ist über 40, glaub mir. Ich habe eine Kugel hier, ich weiß alles. Warum stellt er mir überhaupt Fragen, wenn du alles weißt? Wie heißt der Abs? Ja. Das ist mein Spitzname. Abs. Abdus Salam. Aber sagt Abs, ist besser, das ist auch okay. Wir werden nie wieder miteinander reden. Also von daher. Sag Abs, ist besser. Das Gespräch ist vorbei. Wir werden vielleicht nachher Fotos machen und. Ja, weitere Fragen. Danke, Arzt. Applaus bitte für. Ja. Weitere Fragen. Wer kommt denn alles nicht aus Hamburg? Wow. Okay, ihr drei, die nicht zueinander gehören, ihr kommt aber alle nicht aus Hamburg. Okay, wo kommt ihr zwei her? Aus Segeberg. Lüneberg? Lübeck. Ah, Marzipan, ne? Ich kenne Deutschland. Marzipan, Segeberg, Holz. Zusammen Baumkuchen. Wo kommt ihr zwei her? Hamburg. Und wart ihr schon mal in meiner Show? Erste Reihe, ihr Glücklichen. Du machst das ja hauptberuflich. Ich mach das hauptberuflich, Bro. Was machst du hauptberuflich? Das ist privat. Das ist privat.
Egal, was es alle denken, du bist Stricher. Also. Erfolgreich, ja. Du konntest dir eine Karte leisten für hier. Also von daher. Ja, die Frau, die alles weiß. Ja, kommt nächstes Jahr raus, 5. Mai. Fakt ist, hier, Booking-Leute, seid ihr da? Ja, wie heißt du? Charlie? Ist da noch eine Person? Wann bin ich das nächste Mal in Hamburg mit meinem neuen Programm? Ja. Das war keine Antwort. Wann? Nicht ob. Hast du schon einen Termin? Wir arbeiten dran. Ich habe bestimmt zwei Gästeplätze frei für. Nicht für dich. Für das Booking. Ja, blauer Typ. Kommt doch mal nach Kiel. Ob ich nach Kiel komme? Kommt ihr aus Kiel? Ja, noch in der Nähe. In der Nähe. Ist Kiel näher an euch als das hier? Ja. Ich war einmal in Kiel und das war in so einer Studentensituation und irgendwie hat mir das gereicht. Es war nett. Das Publikum war Hammer, aber ich muss man, wie kommt man von, muss man umsteigen? Ich bin eigentlich immer so ein Typ, der nicht umsteigt, wenn er irgendwo ist. In Hamburg? Ja, muss ich eben nicht, weißt du? Weil ich bin dann schon da. Und du bist ja scheinbar auch hier, oder? Wo tritt man da in Kiel auf? Wundarino? Das ist total abtörend, der Name. Klingt wie so Disney Channel. Wundarino! My Five Buses. Wen hast du das letzte Mal gesehen in Kiel? Eine Show? Luke Mockridge. Luke Mockridge. Hey, hey, hey. Da kommt nichts mehr, ich wollte nur hey, hey. Und wann war das? Geil, wie du deinen Anwalt neben dir angeguckt hast. Ich kann mich nicht erinnern. Aber war es eine schöne Show? War gut, ja. Weitere Fragen? War das eine große Halle? Ja, Person da hinten. Schreibst du deine Gags selber oder hast du Gags? Gags? Ich schreibe Geschichten. Ich erzähle Geschichten. Erlebst du das wirklich oder schon? Wie heißt du? Carsten. Hast du einen Schnurrbart? Okay. Guck mal, mit meiner Comedy hat es angefangen, dass ich allein zu Hause war und angefangen habe, Selbstgespräche zu führen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist witzig und der Rest ist Geschichte. Aber Fakt ist, ich mache alles selbst. Also ich schreibe das Programm selbst, deswegen dauert es auch so lange, bis ein nächstes kommt, weil ich finde es immer sehr, irgendwie schade, wenn ich so Leute sehe, die jetzt so Hallen füllen würden und dann sind sie halt auf so einem Ast, wo sie dann 3 Monate später ein neues Programm schreiben müssen. Dementsprechend ist es dann halt immer schlechter und schlechter und der Bezug zum Publikum fehlt. Dieses Programm spiele ich jetzt zum Beispiel schon wegen Corona wahrscheinlich 5 Jahre, bis wir das von einem Programm, was eine Pause hat, separieren konnten, weil ich mochte das nicht. War so, ey, ich spiele das am Stück durch, was soll diese 45 Minuten, weil das sind im Grunde genommen 2, spiele ich das durch. Und das dauert halt, bis es das neue Programm, mittlerweile ist es eigentlich, das war ja adressiert als 25-jähriges Bühnenjubiläum von mir. Mittlerweile sind wir im 30. Also ich weiß gar nicht, wie ich da noch irgendwie was, aber das ist alles, weil ich finde, guck mal, Teil der Kunst, Teil des Berufs, der mir Spaß macht, ist halt meine eigenen Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, wenn ich jemanden finden würde, den ich kompetent genug finde, für mich zu schreiben, dann würde ich das vielleicht in Betracht ziehen. Aber jetzt denke ich so, ey, das macht mir Spaß, dieses Interagieren und herausfinden, was man erzählen kann, was gut kommt. Und dann noch die extra Arbeit mit dem Schneiden und alles Mögliche. Das ist halt so ein komplettes künstlerisches Ding, woran ich Spaß habe. Und wenn man mir einen Teil davon nehmen würde, dann würde das einfach was kaputt machen. Also für mich, weißt du, was ich meine? Das macht einfach, das ist einfach ein richtig schönes Spiel und da will ich alles machen. Weißt du, was ich meine, Carsten? Ja. Ob ich bald mal wieder im Fernsehen zu sehen?
Guck mal, ich mache diese ganze Sache hier selbst, weil bei Fernsehen ist es immer so, es ist ein bisschen anstrengend, du darfst das Video nicht benutzen, du kannst nicht auf YouTube hochladen, die haben dann die Rechte, die benutzen diese Videos teilweise nicht, die verfallen dann einfach. Und ich habe gerne das ganze Material für mich selbst, damit kann ich dann arbeiten. Und Fernsehen ist immer, ist anstrengend geworden in letzter Zeit. Witzigerweise ist es, wenn ich einen Fernsehauftritt habe, dann nehme ich das Video und ich lasse es auf TikTok hoch, weil da können sie nichts machen, da machen sie nichts. Und da sehen es Leute eigentlich mehr, als wenn es jetzt im Fernsehen wäre. Faktus. Also Fernsehen bringt dir gar nichts. Ich meine, wer von euch hat mich mal im Fernsehen gesehen? Kann ich mal Applaus haben? Das waren 8 Leute. Wer kennt mich denn aus dem Internet? Applaus. Und jetzt, wer kennt mich aus dem Radio? Wisst ihr Bescheid? Ja, Typ. Ja, okay. Was ist eigentlich aus deinem Vogel geworden? Aus meinem Vogel? Du kannst Tiere nicht besitzen. Achso, da war eine Geschichte, ihr könnt sehen, auf YouTube, Babyvogel. Auf YouTube Maso Babyvogel und da ging es um so eine Babykrähe, die wir aufgenommen haben auf dem Balkon. Es war ganz süß, sie ist weggeflogen. Ich habe auch gestern wieder ein Foto gesehen, muss kurz. Danke für diesen Moment. War ganz flauschig, war ganz süß. Weitere Fragen, die mich zum Bein bringen können? Ja, Carsten. Mir gefällt einfach nur das Programm. Ja, kleine Ruhe, ja. Carsten, Carsten, Carsten. Achso, okay. Das ist ein Psychospielchen. Ja gut, es hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns dann da ganz hinten. Nein, nein, nein. Was war die größte Lüge, die dir jemals jemand erzählt hat? Mir kommt so gerade vor, die Frage ist auch, welche war die größte Lüge, die mir jemals erzählt hat? Mir kommt es vor, als wäre das so eine verbitterte Ex-Freundin, die gerade Sache ist. Dieser Tonfall war einfach so... Uno Reverse. Ist nichts passiert in letzter Zeit. Also auch in den letzten Jahren. Ich glaube, Leute sind immer sehr ehrlich. Und das, ich bin auch ehrlich, das ist so ein Geben und Nehmen. Ich glaube, ich bin auch nicht in so einem Berufsfeld oder in so einem Umfeld, wo Leute viel lügen würden. Weißt du, was ich meine? Ist einfach so, ich sage auch ehrlich, was abgeht. Also, und ich glaube, wenn mir jemand angelogen hat, dann habe ich es nicht gecheckt. Das ist das, worauf du hinaus wolltest. Verbitterte Ex-Freundin aus der Dunkelheit. Was ist mit dem Kind passiert, von dem du geredet hast? So viel dazu. Es hat mich sehr gefreut mit euch. Ich, was willst du? Ich bin hier als Begleitung schon das 2. Mal, wir absitzen haben. Ich brauche jetzt ein Bild mit dir und sonst. Das kann ich, komm her, Absel, komm her. Machen wir das kostet 5 Euro, aber da kommen wir müssen jetzt nicht reden. Komm her. Ja. Komm her. Gott, ich hoffe, du bist 18. Komm her. Ich weiß gar nicht, warum das alle miterleben müssen. Okay. Alles, okay. Sticker hast du schon? Gut. Ja, gut. Dann habe ich auch noch so ein Last Wish gemacht für ein sterbendes Kind. Das freut mich. Ich stehe heute Abend da wie ein Held. Gefällt mir bestimmt, besonders nach dieser verbitterten Ex-Freunde-Geschichte. Es hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Applaus an die... Ja, ist Bar noch offen? Sag doch was. Ja? Okay. Ihr könnt auch an der Bar was saufen, falls ihr wollt. Oder ihr geht in einen besseren Club. Es hat mich sehr gefreut. Technik hat Sven gemacht. Dankeschön. Kommt gut nach Hause. Von Hause. Ciao, ciao. Maskuda Bratzer-Dreh oder Dreh, ja, ne, danke fürs Folgen und beziehungsweise mit deinen neuen Leuten, ne.
Habe ich gut gemacht? Ja, du hast gut gemacht. Machst du gut gemacht. Ich bin Master.